Im 80-jährigen Krieg, auch Spanisch-Niederländischer Krieg, Spanisch Guerra de Flandes, Niederländisch 80-jährige Oorlog, von 1568 bis 1648 erkämpfte die Republik der Sieben Vereinigten Provinzen ihre Unabhängigkeit von der spanischen Krone und damit vom Haus Habsburg. Mit seinem Ende schieden die nördlichen Niederlande aus dem Verband des Heiligen Römischen Reichs aus. Der südliche Teil der Niederlande blieb dagegen vorerst bei Spanien und kam später zu Österreich. Im 19. Jahrhundert ging daraus Belgien hervor. Die Niederlande wurden damit dauerhaft geteilt. Der Krieg entwickelte sich aus einem Aufstand der Niederländer gegen den spanischen und katholischen Landesherrn Philipp II., der vor allem von Calvinisten ausging. Nachdem die Spanier den ersten Aufstand noch hatten unterdrücken können, entwickelten sich ab 1572 abermals Unruhen, die nach und nach das ganze Land erfassten. Mit Ausnahme des 12-jährigen Waffenstillstands in der Zeit von 1609 bis 1621 dauerten die Kämpfe bis 1648 an. Schließlich erkannte Spanien die Unabhängigkeit der nördlichen Niederlande im Frieden von Münster. Erwähnung fand die Muskete erstmals 1567 in Spanien. Die Wortherkunft ist strittig. Entweder leitet sich das Wort aus dem italienischen Muschetto, Sperber, ab oder vom spanischen Begriff Mosca, Funken. Das im Vergleich zur Arkebuse wesentlich größere Kaliber verlieh der Muskete eine für die damalige Zeit enorme Durchschlagskraft. Dieser ballistische Vorteil zeichnete sie vor allem im Kampf gegen harnische und hochgerüstete Gegner aus. Im Vergleich zur Arkebuse verschoss sie das doppelte Kugelgewicht, zu Beginn rund 60 Gramm pro Schuss. Wegen ihres Gewichts von meist mehr als 10 Kilogramm und ihrer Länge von 1,70 Metern wurde sie auf eine Gabel gestützt. Zur Nahverteidigung diente den Landsknechten der Degen, später auch das Bajonett. Die französischen Könige erkannten früh das Potenzial der Panzerbrecher und führten unter Karl IX. Die neue Waffe in der Armee ein. Heinrich IV. Hob neue Regimenter aus und rüstete knapp die Hälfte der französischen Soldaten mit dem Gewehr aus. Diesem Beispiel folgten bald alle europäischen Großmächte. Es setzte ein Verdrängungsprozess in den Truppenteilen ein, bei dem Bogen, Armbrust und sonstiges mittlerweile veraltetes Kriegsmaterial zugunsten der neuen Feuerwaffen aufgegeben wurden. Aufgrund der Feuerwaffen erhielten die Kavalleristen schwerere Harnische, wobei dies durch größere Munition ausgeglichen werden konnte und die Kosten im Gegensatz zu der teuren Verarbeitung der Rüstungen verschwindend gering waren. Diese neue Art von Kriegsführung mit großen Armeeverbänden, Söldnern und einer Vielzahl schlecht ausgerüsteter Truppen ließ auch das Kaliber der Gewehre auf rund 30 Gramm zurückgehen, da es nicht mehr erforderlich war, dicke Panzerung zu durchschlagen. Die Folge waren leichtere Feuerwaffen zu geringeren Herstellungspreisen. Zudem erschienen auf den Schlachtfeldern die Dragoner, berittene Infanteristen mit Pike oder Musketen als leichte Kavallerie zu niedrigen Kosten. Ludwig XIII. Errichtete 1622 in Frankreich die Musketiere der Garde als Teil seiner Haustruppen. Obwohl berittene Infanterie sonst üblicherweise als Dragoner bezeichnet wurde, behielten diese reitenden Musketiere ihren Namen, auch wenn sie im Lauf der Zeit zu echter Kavallerie wurden. Die neue Steinschlossmuskete übertraf ihre Vorgänger mit Luntenschloss an Zuverlässigkeit und Feuergeschwindigkeit, sie verdrängte diese nach dem 80-jährigen Krieg und war zu Beginn des spanischen Erbfolgekrieges europaweit eingeführt. Hier sind Lustgebrüder, Ida, Peges haben guten Mut. Ja, Mut. Singen lauter Lustge, Lustge, Lieder an, sind dem Mädchen gut. Singen lauter Lustge, Lustge, Lieder an, sind dem Mädchen gut. Let's go.
und die Führer schauen ihren Schatz wohl an. Öffnen die Mädchenfenster und die Türen schauen ihren Schatz wohl an. Ja, 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 ja. Wenn es losgeht, sind wir da. Ja, ja. Wenn es losgeht, sind wir da. Mut im Herzen, Geld im Beutel und ein Gläschen Wein, ja, Wein. Lass uns die Zeit vertreiben, hier los geht's zu sein. Lass uns die Zeit vertreiben, hier los geht's zu sein. Ja, 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 ja. Wenn es losgeht, sind wir da. Wenn es losgeht, sind wir da.